So, was geht Leute? Meine Name ist Danny. Willkommen back zu einem Video und heute zeige ich euch mal meine Fidget-Spinner-Sammlung, denn ich musste lange sammeln. Ohne Witz, ich habe mir immer, wenn ich irgendwo in einem Laden war und da wirklich Fidget-Spinner waren, habe ich mir welche geholt und dann habe ich die gesammelt und dann habe ich ein paar online bestellt. Die Hälfte ist nicht angekommen. Ich habe keine Ahnung, wo die geblieben sind. Ich habe schon online 10, 20 Stück von Fidget-Spinner bestellt. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Die sind einfach verschwunden. Die kamen nie an oder keine Ahnung, wo die sind oder vielleicht, ich weiß es nicht. Die sind verschwunden. Okay, jeder will Fidget-Spinner haben. Du hast ja der Postbote sie mitgenommen. Ich weiß es nicht. Aber Leute, heute werde ich euch meine komplette Sammlung zeigen, denn ich habe eine Menge Fidget Spinner. Zwar sind viele von derselben Art, aber, also ich habe jetzt keine besonderen oder so, aber es ist meine Sammlung und ich bin sehr stolz darauf, deswegen wollte ich euch präsentieren. Außerdem sind Fidget Spinner momentan extrem im Trend, deswegen übe ich auch die ganze Zeit mit irgendwelchen Tricks. Ich kriege leider keine hin. Also ich habe mich quasi lustig gemacht über andere Leute, die quasi Fidget Spinner Tricks machen und ich kann sie selber nicht, weil sie wesentlich so schwer sind. Wirklich heftig. Okay Leute, ich werde euch jetzt meine Fidget Spinner Sammlung zeigen. Bitte nicht lachen, es sind wirklich besondere Fidget Spinner und sie liegen mir sehr am Herzen, deswegen viel Spaß mit dem Video und falls ihr ein Video sehen wollt, wo ich quasi Tricks mache, lasst einfach einen Daumen nach oben da und dann machen wir Tricks mit Fidget Spinner. Okay, also momentan seht ihr noch meine Maus hier und mein Headset. Die packen wir mal zur Seite. Und genau hier, also quasi da rechts neben mir, sind meine Fidget Spinner. Und ich werde die jetzt einzeln holen. Und dann werden wir gucken, was ich so habe für Fidget Spinner. Okay, ich zeige euch erstmal meinen ersten Fidget Spinner, den ich mir jemals geholt habe. Und zwar ist es der hier. Das ist quasi einer, der ist kaputt leider. Also quasi, das kann man so ein bisschen sehen hier. Und das war quasi das Problem. Er ist ein bisschen kaputt gegangen und man kann ich die Kamera auch aufstellen? Oh, cool. Schaut euch mal an. Wie cool ist das denn bitte? Das ist ja voll geil. Okay, auf jeden Fall seht ihr hier einen Fidget Spinner. Ja, ziemlich cool. Cool, man kann das auch aufschrauben hier, also das geht. Allerdings, ja, würde ich es nicht empfehlen. Der ist sowieso kaputt. Das Problem ist, er dreht sich nach einer Zeit nicht mehr. Deswegen, ich schraube ihn mal aus und, oh Gott. Ja, so sieht er aus quasi. Und mehr kriege ich leider da auch nicht raus. So quasi, das ist das Einzige, was ich hier hinbekomme. Deswegen, das ist mein allererster Fidget Spinner gewesen, den ich hatte. Und ich habe versucht, den wirklich aufzubekommen, zu gucken, was da drin ist. Oh Gott, jetzt zeigt mir meine Kamera an, sie hat kaum Batterie mehr. Also nicht wundern, wenn ich erwache, wenn es einfach ausgeht. Aber ja, ziemlich cool auf jeden Fall. Aber ja, klappt leider nicht mal allzu gut, weil es quasi schon kaputt ist. Aber ziemlich cool aussehen, der Fidget Spinner. Qualitativ eigentlich sehr hochwertig, nur ich verstehe halt nicht, wieso die kaputt gegangen sind. Also, ich kann es so gar nicht nachvollziehen. Deswegen bekommt dieser Fidget Spinner von mir ungefähr, ja, sagen wir 5 von 10 Punkten, weil das Ding ist am Anfang war ja ganz gut, nur er ist schnell kaputt gegangen. Aber ich meine, sein Aussehen ist auch schon sehr, sehr nice. Deswegen beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Also, ja, gehen wir zum nächsten. Dann haben wir hier einen sehr standardmäßigen. So sehen quasi die meisten meiner Fidget Spinner aus. Ich habe aber auch andere. Aber ja, der ist grün und mal gucken, wie er sich dreht. Okay, der ist auf jeden Fall sehr flüssig, was sehr, sehr schön ist. Also beschweren kann man sich da normalerweise auch nicht. Aber das Problem bei diesem Spinner ist einfach, dass ja gut, er dreht sich nicht allzu lange, aber es geht eigentlich. Es geht eigentlich wirklich. Also beschweren kann man sich normalerweise nicht. Und vom Aussehen her sieht er ganz geil aus, so militärisch ein bisschen. Und ja, er dreht sich sehr cool, sieht ziemlich nice aus, wenn er sich dreht. Entspannt auch sehr. Also ich muss sagen, er fühlt sich sehr gut an. Deswegen beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger, würde ich sogar sagen. Und ja, also ich mag ihn sehr gerne. Ich gebe dem Fidget Spinner, weil er auch noch nicht kaputt gegangen ist, sagen wir 7 von 10. Punkten. Ja, ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich gerne. Also er dreht sich auch sehr gut. Und ich glaube, diese Art von Fidget Spinner haben by the way die meisten Leute. Ich gehe mal davon aus. So, der nächste ist quasi derselbe, nur quasi in grün. Also zum Vergleich. Das war der und das hier ist der. Der gefällt mir nicht allzu sehr vom Look, ehrlich gesagt, obwohl ich grün ja mag. Er dreht sich wahrscheinlich genau gleich, weil er vom selben Laden ist. Aber er ist halt so ein bisschen mehr, ja, wie nennt man das? Chrome oder wie auch immer. Ich bin mir nicht genau sicher, wie man das nennt, ehrlich gesagt. Aber ziemlich cool. Also er sieht cool aus. Dreht sich wahrscheinlich genauso gut, was ich immer gerne mache. Ich halte die so und dann bewege ich die immer so ganz gerne. Ich weiß nicht wieso, es fühlt sich einfach lustig an. Also ja, ziemlich, ziemlich cool. Er dreht sich auch relativ lange. Naja gut, es geht so. Also ich merke schon, wie er nachlässt. Aber da mir der Fidget Spinner nicht allzu gefällt, gebe ich ihm einen 5 von 10 Punkten. Ich meine, ja, theoretisch müsste ich den dann aber weniger geben, weil ich meine, der ist ja kaputt gegangen. Geben wir dem 3 von 10, okay? Und dem geben wir 5 von 10 Punkten, weil anders geht's nicht. Also ja, natürlich. So, der nächste ist noch einmal derselbe, nur quasi in blau. Und ich habe das Gefühl, die drehen sich alle so ein bisschen anders, oder? Die klingen auch so ein bisschen anders. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ob das wirklich stimmt. Aber ja, der ist ziemlich, ziemlich nice auf jeden Fall. Also beschweren kann ich mich nicht. Der ist so ein bisschen bläulicher und ja, dreht sich ziemlich, ziemlich gut. Ich muss sagen, mir gefällt das, wie er sich in den Fingern anfühlt. Also beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Deswegen gebe ich ihm ein... Boah, das ist schwer zu sagen, Leute. Wirklich sehr schwer zu sagen. Ich gebe ihm ein... Boah, der fühlt sich echt richtig gut an. Wow, das sieht auch ziemlich schön aus, oder? Ein 7 von 10 Punkten, definitiv. So, der nächste Spinner ist der hier. Wow, fühlt sich der gut an. Der ist ein bisschen anders. Der hat nämlich keine Löcher, sondern der ist halt, ne, so ein bisschen anders. Und der ist, der sieht nicht schön aus, aber der dreht sich super geil. Meine Güte, geht der ab. Oh, wow. Wow. Leute, habt ihr jemals so einen Spinner gesehen, der so abgeht? Ich habe noch nie so einen Spinner gesehen, okay? Ziemlich geil bewegen. Weil dieses Bewegen, dieses Bewegen hier, das ist, oh, er wird langsamer durch das Bewegen, was?
Oh, ein Punktabzug. Ne, mindestens 2 Punkteabzüge. Ja, wird tatsächlich langsamer. Oh Gott. Aber nur ein bisschen langsamer. Es geht eigentlich. Aber na gut, ich gebe dem Fidget Spinner, weil er sich gut anfühlt, aber zwar hässlich ist. Ich gebe ihm 6 von 10 Punkten. Meine Güte, 10 Punkte zu erreichen wird auf jeden Fall schwer für einen Fidget Spinner. Also anders kann man das nicht sagen. Dann habe ich hier noch denselben noch einmal in Rot. Da kann ich wirklich nur das Aussehen beurteilen, weil der ist halt weiß. Das ist halt das Ding, ne? Und der ist halt rot. Und rot gefällt mir da schon ein bisschen mehr, weil da ein bisschen mehr Farbe ins Spiel kommt. Und er dreht... Wow, er dreht sich wunderschön. Er dreht sich wunderschön. Also wirklich wunderschön. Oh Gott, hör auf. Nochmal? Ja, ich muss sagen, das sieht schon sehr, sehr gut aus. So beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Also ja, der ist schon... ziemlich, ziemlich nice auf jeden Fall. Dem gebe ich ebenfalls 6 von 10 Punkten, wie dem Weißen. Weil ich muss sagen, er sieht zwar ein Tickchen besser aus, aber ich kann ihm keinen Punkt mehr geben. Muss ich dazu auch sagen. Na gut, kommen wir zum nächsten. Das ist, na, ich wollte sagen, das war einer der ersten Fidget-Spinner, die ich bekommen habe. Aber nein, ist es nicht. Der ist quasi schwarz-rot. Mal schauen, wie er aussieht. Ja, boah, er macht keine Geräusche, beziehungsweise sehr wenige. Hört auf, sehr schnell zu drehen, was ein bisschen problematisch ist. Oh Gott, ich hoffe, mein Akku hält bis zum Ende. Wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Aber ja, ich muss sagen, ziemlich cooler Spin auf jeden Fall. Also beschweren kann ich mich dann normalerweise eher weniger. Fühlt sich gut an, ist er leise, dreht sich allerdings sehr, sehr kurz. Was mir dann jetzt nicht gefällt, ja. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Also ja, ich kann dem nur, ja, sagen wir, 4 von 10 Punkten geben, weil er mir nicht gefällt. Er macht zu wenig Sounds, dreht sich nicht gut genug und ist auch ein bisschen groß. Und es macht allgemein nicht so viel Spaß mit dem. So, dann haben wir einen hier, der ist quasi in Blau. Der sieht ziemlich, ziemlich nice aus. Beschweren kann ich mich da normalerweise sehr weniger. Aber ich finde die so ein bisschen langweilig, weil die alle gleich aussehen. Und der dreht sich auch nicht viel besser. Also, theoretisch kann ich ihm... Ich mag ja die Farbe Blau nicht mehr als Rot-Schwarz. Deswegen kann ich mir leider nicht mehr Punkte geben als im Roten. Es tut mir sehr leid. Ich gebe dem ebenfalls... Na gut, also ich muss sagen, er dreht sich ein bisschen besser, oder? Ich bin mir nicht genau sicher. Ich gebe den mal 5 von 10 Punkten, weil er sich schon sehr schön anfühlt. Also, beschweren kann ich mich nicht. Ich kann ihn auch mal so bewegen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Auf jeden Fall. Also, es ist schon ziemlich, ziemlich gemütlich. Ja, ich mag ihn. Ich mag ihn. Er macht auch Sounds. Er macht Sounds. Mal schauen, wie es mit dem aussieht. Ja, der macht keine Sounds. Seht ihr das? Keine Sounds. Ne, tut mir leid. Du kommst weg. Also, der macht wenigstens Sounds, was sehr, sehr nice ist. Das gefällt mir schon mehr, auf jeden Fall. Deswegen gebe ich dir 5 von 10 anstatt 4 von 10. Oder, ja, ich gebe dir auf jeden Fall einen Punkt mehr als dem hier. So, dann kommen wir zum nächsten. Der sieht einzigartig aus. Der hat nämlich hier so einen, so, ja, goldene Punkte. Ziemlich nice. Kannst du bitte scharf werden? Danke. Sieht ziemlich einzigartig aus. Lass mal sehen. Mal schauen. Und, ja, das ist schon nicht schlecht, auf jeden Fall. Also, beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Fühlt sich sehr, sehr gut an, auf jeden Fall. Also, ja, dreht sich sehr schön. Hat einen sehr schönen Sound. Ist sehr, sehr leicht in der Hand. Mal gucken. Ja, nicht schlecht. Ja, also ich muss sagen, ich gebe dir 6 von 10 Punkten, weil du bist schön. Siehst sehr, sehr cool aus. Drehst dich sehr schön, muss man sagen. Also beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger bei diesem ultimativen Fidget Spinner. Meine Kamera ausgegangen. Also bis gleich, okay? Bis gleich, okay? Bis gleich. So Leute, ich bin wieder zurück. Ich habe in der Zeit ein Challenge-Video aufgenommen, wo meine Kamera geladen hat. Aber wir sind wieder zurück. Ich glaube, der letzte war der hier. Und ich muss sagen, der fühlt sich wirklich, wirklich geil an. Also ich liebe diesen Fidget Spinner, diesen roten hier. Super, super geil. Aber ja, tut mir leid für die kleine Pause. Ihr habt wahrscheinlich gar nichts mitbekommen. Aber ich musste halt meine Kamera nochmal neu laden. Also wie auch immer. Auf jeden Fall, der ist ziemlich, ziemlich geil. Beschweren kann ich mich dann normalerweise auch eher weniger. Dem gebe ich tatsächlich 8 von 10. Ich gebe den 8 von 10 Punkten. Der dreht sich so geil, Leute. Und sieht ziemlich cool aus. Ja, sehr geil. Okay, gehen wir zum nächsten. Ah, nee, das war der letzte. Da gebe ich dem 6 von 10, merke ich gerade. Der ist ein Tickchen schlechter, weil den spürt man so ein bisschen weniger. Der ist halt eher entspannter. Er dreht sich ganz gut. Mal schauen, wenn ich bewege. Ja, er verliert schnell an Geschwindigkeit leider, was ein bisschen problematisch ist. Deswegen, das ist nicht allzu gut. Aber ich muss sagen, gefällt mir trotzdem sehr gut auf jeden Fall, dieser hier. Wie gesagt, beschweren kann mich da normalerweise eher weniger. Ja, sehr cool. Ich gebe ihm 6 von 10. So, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar ist es der hier. Das ist ein Batman-Spinner. Ich meine, schau dich mal an. Die sehen verdammt geil aus, oder? Stimmt ihr mir zu oder stimmt ihr mir da nicht zu? Ich muss sagen, ich stimme mir das aber sogar selber zu. Problem ist nur, dass die sich verdammt schlecht sehen. Und wenn ich ihn bewege, ich bewege ihn nur so, diese Bewegung mache ich hier, diese Bewegung, während er sich dreht und er hört sofort auf sich zu drehen. Ich mache das immer. Deswegen nur 3 von 10 Punkten, tut mir leid. Nee, 2 von 10. 2 Punkte fürs coole Aussehen. Aber ich meine, schau das mal an. Wie lächerlich. Wie lächerlich ist das bitte? Cooles Aussehen dreht sich aber nicht vernünftig. Ich meine, wenn ich nichts mache, dreht er sich schon noch einigermaßen. Aber ich meine, what the frick ist das bitte, okay? Nicht mein Lieblings-Spinnet-Fidget, dieser Batman-Fidget hier. Aber ich muss sagen, er sieht nicht allzu schlecht aus. Aber na gut, machen wir weiter. Ah ja, den habe ich jetzt schon gezeigt. Das war mein erster. Ja, der ist kaputt gegangen leider. Bisschen schade. Aber na gut, da haben wir noch einen schwarzen. Das war den zweiten, den ich bekommen habe, ever. Ich meine, das war der erste hier. Und das war jetzt der zweite. Und der war hier irgendwie kaputt. Also schon ziemlich billig. Also es ist schon echt erbärmlich.
nämlich. Aber er dreht sich relativ in Ordnung. Allerdings habe ich ihn schon ein paar Mal verwendet. Und ja, mittlerweile dreht er sich auch gar nicht mehr so gut. Also man merkt quasi, die gehen sehr, sehr, sehr schnell kaputt. Was ein bisschen problematisch ist, aber naja, was soll man sagen? So teuer sind die jetzt nicht. Die sind ja aus Amazon und da sind sie gar nicht so teuer. Und jetzt kommt das größte Highlight ever, Leute. Und zwar ist es ein goldener Fidget Spinner. Der ist gold, sieht natürlich super geil aus, Leute. Super, super geil. Aber ja, mal schauen, wie es sich dreht. Oh, schlechter Sound, sehr schlechter Sound. Hört euch mal an. Warte mal, hört euch mal an. Ja, okay, man hört es jetzt nicht. Ich meine, er sieht geil aus. Also schon mal fürs Aussehen geben wir dir 4 Punkte, okay? Nur fürs Aussehen. Vom Drehen her sieht's, okay, ja, das Drehverhalten, da gebe ich dir 2 Punkte, 6 Punkte also insgesamt. Und 1 Punkt gebe ich dir allgemein, weil du dich ganz gut anfühlst. Er ist sehr locker in der Hand, was sehr, sehr nice ist. Und ja, er dreht sich sehr, sehr nice. Na, beziehungsweise es könnte besser sein. Geben wir die 7 von 10 Punkten. Also für mich, ehrlich gesagt, der Gewinner, war das der hier? Ich weiß gar nicht. Der dreht sich schon sehr geil. Ja, der dreht sich schon sehr geil. Aber ich glaube, für mich ist tatsächlich der Gewinner der rote hier. Ich finde den wirklich am allergeilsten. Der dreht sich wirklich so richtig geil, fühlt sich richtig geil in der Hand an. Man merkt so die kleine Vibration des Fidget Spinners in der Hand, was sehr, sehr, sehr nice auf jeden Fall ist. Deswegen für mich gewinnt auf jeden Fall der rote. Der goldene ist auch sehr nice auf jeden Fall. Aber ja, ich weiß nicht. Ich finde den anderen da definitiv besser. Also den hier, den roten. Aber ja, der goldene ist auf jeden Fall sehr cool. Also beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Aber na gut, Leute, ich würde sagen, das war's für das Fidget Spinner Video. Das sind meine Fidget Spinner, die ich habe. Lasst mich wissen in den Kommentaren, wenn ihr am schönsten findet. Ich habe jetzt keine besonderen Fidget Spinner, die irgendwie so extrem krank aussehen. Aber ich habe relativ coole Fidget Spinner, würde ich sogar sagen. Aber na gut, Leute, wie auch immer, ich würde sagen, ich werde das Video für das Mal stehen lassen. Also für mehr, wenn ihr mal gerne so ein Fidget Spinner Tricks Video sehen wollt, lasst einfach einen Daumen nach oben da, da weiß ich Bescheid. Falls du es nicht getan hast, kannst du unten gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao! Okay, Leute, ich wollte gerade das Video beenden, aber wie ihr sehen könnt, ich sende hier gerade das Video, was normalerweise jetzt hochkommt, also was ihr jetzt gerade gesehen habt, nur dass ich jetzt das dann gleich abbrechen werde und nochmal hochladen werde und das hinzufügen werde. Also das Ding ist quasi, ihr könnt die Fidget Spinner gewinnen, also die liegen hier quasi auf dem Tisch, wie ihr sehen könnt, das ist eine Menge. Ich werde fast alle verlosen, ich weiß noch nicht genau, welchen ich euch zuschicken werde, aber ihr könnt euch die mal gerne anschauen. Da könnt ihr mir mal gerne schreiben, was für einen ihr haben wollt und um quasi mitzumachen, müsst ihr mir auf Instagram folgen, Link ist da zum Beispiel. Und einfach folgen und schreibt in die Kommentare unter das letzten Bildes, da wo die Fidget Spinner zu sehen sind, da wo alle Fidget Spinner zu sehen sind oder in diesem Bild, welchen ihr haben wollt und dann werde ich jemand davon anschreiben, schätze ich mal, ich hoffe das geht so einfach bei Instagram, ich gehe mal davon aus und dann wird einer quasi diese paar Fidget Spinner davon gewinnen, also ja, viel Spaß beim Mitmachen und ja, bis zum nächsten Video, bye bye.